Herzlich willkommen zu Heroes of the Storm, leicht gemacht. Heute stellen wir euch ein, zwei Kombinationen vor, wie ihr mit euren vier Freunden hoffentlich bestmöglich, schnellstmöglich eure Gegner besiegen könnt. Neben mir natürlich der Mann vom Fach, der gute Norm. Moin Moin. Ja, wir haben uns überlegt, wenn ihr vielleicht zum Beispiel, wenn das Spiel Free-to-Play ist, erst anfangt, also wenn ihr sozusagen aus unserer Perspektive jetzt erst in einigen Monaten das Spiel anfangt, dann solltet ihr ja trotzdem einen guten Einstieg haben. Und Ja. Dann ist natürlich die Möglichkeit gegeben, dass ihr direkt mit vier Freunden anfangt und einfach sagt, so, was sollten wir jetzt für eine Kombination einfach direkt spielen, um möglichst leichten Einstieg und auch irgendwie erfolgreichen Einstieg zu haben. Ja. Und ja, wir haben in den letzten Videos schon die Rollen ein bisschen vorgestellt. Es ist natürlich so, man sollte irgendwie einen Tank mit dabei haben. Ja. Es ist auch hilfreich, einen Heiler mit dabei zu haben. Ja. Und ja, da haben wir uns einfach mal ein bisschen was überlegt, was man zusammenbauen könnte. Und ja, zeigen wir euch jetzt einfach mal. So sieht's aus. Gefühlt, muss ich ja auch sagen, aus eigener Erfahrung. Ich spiele ja auch noch nicht ganz so lange wie du und habe natürlich versucht, so viele Tipps und Tricks von dir zu holen, wie es nur geht. Und da war ich auch selber mal, ich habe noch nie MOBA vorher gespielt, in dieser Anfängerrolle, in dieser kompletten Anfängerrolle. Hättest du mir ein RTS hingesetzt, da wäre es halt viel schneller gegangen, gefühlt. Ja, klar. Und mein erster Gedanke war, oh, was spiele ich denn hier? Okay, ich habe dann gesagt, ja, den teste ich mal. Und dann habe ich mir gedacht, okay, blöd, denn der ist vielleicht ganz gut für mich, aber was brauche ich noch, damit es mir besser geht? Und dann habe ich dich regelmäßig gefragt, ja. Nomi, was nehmen wir jetzt dazu? Erinnerst du dich noch an die ersten Beta-Cups, an die ersten Subscriber-Cups? Da haben wir dann rumgeheult, ah nee, die Kombi funktioniert nicht. Wir konnten nicht gewinnen. Ja, Nomi, warum sollen wir den nehmen? Der nimmt den. Und dann hat Nomi ja gesagt, nee, nimm den. Und dann gab es immer hin und her und wir waren uns halt unsicher, was ist die bestmögliche Kombination. Und es hat mich auch geärgert, weil ich nicht wusste, haben wir jetzt einfach versagt gegen diese andere Kombination vielleicht oder war es einfach generell eine schlechte Kombi. Mittlerweile, dann weiß ich halt, okay, wenn du einen Illidan hast, möchtest du ganz gern Räger dazu haben für die Heilung, für diese Massenheilung und so weiter und so fort. Und ja, das macht halt doch einen großen Unterschied. Auf jeden Fall. Aber es gibt auf jeden Fall auch einfach Liners, mit denen man erstmal relativ einfach einsteigen kann und nichts falsch macht, ja. Weil einfach sozusagen die Kombination in sich erstmal Sinn macht. Und ja, da, wie gesagt, brauchen wir einen Tank. Da haben wir uns schon mal überlegt, für das erste Lineup, was wir euch vorstellen wollen, nehmen wir den ETC mit rein. Ja. Und ja, den haben wir schon, als wir die Warrior vorgestellt haben, erklärt. Der ist einfach sehr solide, ist sehr mobil und stirbt erstmal eigentlich nicht. So sieht's aus. Und wir haben uns auch gesagt, wir haben ihn natürlich vorgeschlagen, jetzt müssen wir ihn auch nehmen. Nein, Spaß beiseite. Also es ist ja ein Held, den wir beide auch sehr viel und sehr gerne spielen. Er ist wirklich sehr stark, hält viel aus und ist auf jeden Fall immer gern gesehen in vielen Kombinationen. Ja. Und der Ultimate, den man dann spielen sollte, ist Moshpit. Das ist der Tanz, wo er sich in die Mitte stellt und quasi alle Gegner beschäftigt, weil er mit denen ordentlich abzottelt. Ja. Und ja, wir gucken jetzt einfach mal auf die Assassinen, weil mit denen zusammen macht es dann natürlich richtig Sinn, den Ultimate zu skillen. Man muss natürlich auch die gegnerischen Helden kaputt machen. Ja? Es reicht nicht zu tanzen und die bewegen sich nicht und tanzen vor sich hin und machen keinen Schaden. Sondern in diesem Moment müsst ihr natürlich die Möglichkeit haben, so viel Schaden wie nur möglich zu machen. Und dazu ist der ETC normalerweise nicht gemacht. Sondern diese Jungs hier, die Assassinen haben wir kennengelernt, sind die Jungs, die den Damage dealen. Und da haben wir uns überlegt, die Valar wäre ein sehr guter Held. Genau, da würde ich dann empfehlen, den Strafe Ultimate zu nehmen. Da weiß ich gar nicht, wie er auf Deutsch heißt. Das ist auf jeden Fall der, wo sich die Valar so dreht und Pfeile in alle Richtungen schießt. Ja. Das ist im Vergleich von den beiden Valar Ultimates derjenige, der viel Schaden macht. Und dann könnten wir noch den Trikes mit reinnehmen. Und bei dem ist es fast egal, welchen Ultimate man nimmt, aber ich würde tatsächlich den Odin empfehlen, weil, wenn ihr euch jetzt vorstellt, in der Mitte steht euer Tank und tanzt, dann könnt ihr wunderbar euch daneben stellen mit der Valar und dem Tykes. Die eine dreht sich, der Tykes macht den Odin an und ballert richtig auf die Gegner, die da am Tanzen sind. Und das ist eigentlich eine wunderschöne Kombination, die man relativ einfach spielen kann. So sieht es aus. So, dann habt ihr Jungs, die in der Front stehen, viel aushalten. Ihr habt jemanden, der wirklich viel Schaden macht oder zwei, die halt wirklich viel Schaden machen. Dann möchtet ihr im Prinzip, und da gliedern wir die Spezialisten aus, denn wir gehen nur in den Support und suchen uns auf jeden Fall erstmal einen Heiler. Genau, einen Heiler auf jeden Fall. Normalerweise Pflicht, keinen Heiler dabei zu haben. Es gibt oft die Ansagen, Heiler ist down, wir können nicht kämpfen. Ja? Zieht euch zurück ohne den Heiler. Das ist aber nur, wenn man Alexander da spielt, besonders häufig. Ja, da gebe ich dir nicht ganz unrecht. Und ja, wir haben uns überlegt, als Heiler, liebe Grüße, wäre hier die Lili diesmal. Wir haben viel diskutiert, aber Lili wäre es in dem Fall. Genau, also das ist halt auch so. Die Kombination ist sehr gut. Also ich erzähle das so ein bisschen dazu, damit ihr sozusagen zusätzlich so ein bisschen dahinter steigt, was die Idee ist. Moshpit, der Tanz vom ETC, das muss man als Gegner möglichst interrupten. Man muss irgendwie verhindern, dass der die ganze Zeit durchtanzt, weil sonst kämpfen ein paar Leute von euch nicht mit. Das gleiche bei Strafe von der Valar, die dreht sich die ganze Zeit und man muss sie zwischendurch stoppen, damit sie aufhört, so viel Schaden zu machen. Ja. Das heißt, es sind schon zwei Leute, die irgendwie
verhindert werden müssen. Und ja, dann nehmen wir jetzt noch die Lilly mit rein, die so ein Heil-Ultimate hat, wo sie in alle Richtungen, wie blöde, die genau, Heilung rausschmeißt. Genau, und die hat so einen Radius und Umkreis, wo, da, wo Heilung entsteht für alle Freunde. Und da, da, das heißt, dreimal muss man halt im Prinzip ein Ultimate stoppen. Bedeutet, du brauchst auf der anderen Seite so viele Stunts. Also du musst immer stoppen können. Und stoppen geht nicht, indem du einfach nur drauf haust, sondern du brauchst sowas wie einen Bolt von einem Muradin oder einen Slide von einem ETC oder ja, so Geschichten halt. Ne? Silence ist so eine Fähigkeit, dass das halt auch die, die Sachen stoppen. So, wenn du das nicht hast, dann wird es bei der Kombination kriminell. Genau, und deswegen diese Kombination in sich ist erstmal einfach gemein sozusagen. Ihr, für euch ist es einfach, die Ultimates anzumachen. Für eure Gegner ist es schwierig, es zu schaffen, alle drei auszumachen. Ja. Und ihr habt in der Kombination selber erstmal einfach relativ viel Schaden, einen soliden Tank und einen sehr, sehr guten Heiler. Was will man mehr? So sieht's aus. Aber es gibt natürlich fünf Helden in der Kombination und da haben wir uns gedacht, wer würde hier noch sehr viel Sinn machen? Der gute alte Tassadar. Genau, Tassadar ist auch als Einstiegsheld wirklich relativ einfach. Einfach alles vorbei. Und ja, wir haben schon erklärt beim letzten Mal, das ist eben ein Hybrid, der kann ein bisschen zusätzlich heilen, ein bisschen zusätzlich Schilde geben, aber so ähnlich wie der Taikis ist mit dem Odin, kann er sich auch in Ultimate verwandeln, vom einfachen Templar in das Archon. Und wenn man dann, also das ist eben auch die gleiche Idee, wenn der Tank vorne am Tanzen steht und dahinter sind der Odin und der Archon und ballern ordentlich rein, das ist wahnsinnig stark und für die Gegner schwer zu stoppen. Ja, tatsächlich auch einer der stärksten Kombis, die man sich so vorstellen kann. Die ist auf niedrigem Level auch noch auf hohem Level ganz gut zu spielen. Auf jeden Fall. Also das ist durchaus eine Kombo, die man, mit der man sich komplett hochspielen kann auf Rang 1. So sieht's aus. Ja, Tassada macht auch jede Menge Spaß. Ist auch jemand, der auf den Lanes, die wir mittlerweile ja auch kennen, sehr gut defensiv stehen kann, sehr viel aushält, sehr gut verteidigen kann. Da habt ihr dann Valar, die auch sehr stark auf den Lanes ist. Auf jeden Fall Leute, die die Lanes alleine beherrschen können oder zumindest halten können. Genau. Ihr seid da sehr gut aufgestellt. Für mich persönlich eine sehr, sehr angenehm zu spielende Kombination mit den drei heroischen Fähigkeiten, die man haben. Ist es halt sehr schwer für euch, für eure Gegner, euch zu stoppen. Was halt wirklich, glaubt mir, das ist kein Pappenspiel. Das ist wirklich richtig nervig. Wenn da die Heilung kommt, denkst du meistens schon, entweder gehst du jetzt raus aus dem Fight und haust ab, oder du stoppst es. Wenn du es nicht gestoppt kriegst, dann ist es ganz oft Niederlage. Das ist ganz, also wirklich generell bei Heroes ganz oft der Fall. Wenn man es selber hinkriegt, Sachen leicht sozusagen hintereinander weg oder also Probleme für den Gegner zu erschaffen, die für euch leicht zu erschaffen, für Gegner schwer zu lösen sind. Das ist eigentlich der Best Case und das kriegt man mit dieser Kombination wunderbar hin. Ja, denke ich auch. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr sie austestet und spielt und uns auch Feedback gebt. Das wird ja durchaus auch so sein, dass in 3 Monaten diese Kombination aus der. Wir gehen zumindest davon aus, dass es eine Kombination sein wird, die jetzt erstmal recht lange gut spielbar ist. Ja, also mag sein, dass vielleicht einer der Ultimates sich ändert, ja, aber dann müsst ihr ein bisschen mitdenken und das minimal ändern. Ich glaube aber eigentlich, dass die alle grob so bleiben werden. Denke ich auch. Und ja, insgesamt die Rollen dieser Helden werden sich nicht ändern, die Fertigkeiten werden nicht komplett über Bord geworfen. Keiner der Helden ist unglaublich im Balance oder so momentan, dass man sagt, oh, der ist so unglaublich stark, Illidan. Ja. dass man sagen kann, der kriegt jetzt die Klebe. Dem werden die Hände verbunden und der darf jetzt gar nichts mehr. Ja, ja, interessante Kombination, die möchte ich euch wärmstens empfehlen. Wenn ihr Einsteiger seid und dann irgendwann Quick-Matches spielt mit Freunden, wie sind eure Stats? Wie ist es ausgegangen? Ich bin sehr gespannt. Viel Erfolg damit. Ja, in diesem Sinne, bleibt immer tüchtig und munter, spielt gerne Heroes of the Storm. Ihr findet uns über verschiedenste Kanäle. You Better Know Me zum Beispiel auf Twitch. Uns natürlich hier auf youtube.com/TakeTV. Wir freuen uns auf euer Abo und natürlich auf euer Feedback. Bis dann, alles Gute. Bis dann.